Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Totale Vernichtung und für diesen müssen wir Vexiona in Nyalotha auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem jeder Spielercharakter mindestens 30 Stacks von Vernichtung erhalten hat. Und ihr habt gerade gesehen, wir haben hier ordentlich in den Raid reingelasert und das war dieser Vernichtungs-Debuff, den bekommt normalerweise nur der Tank ab. Also immer wenn der Mob hier einmal castet, diesen Strahl, gibt man jede 0, irgendwas Sekunden einen Debuff. Das ist diese Vernichtung und diesen müsst ihr insgesamt 30 Mal haben. Ihr müsst ihn nicht auf einmal haben. Ihr habt gerade gesehen, wir haben jetzt hier richtig reingelasert, es sind ein paar Leute auch gestorben. Ihr könnt theoretisch immer nur 2, 3 Stacks nehmen und dann beim nächsten Cast wieder ein paar. Die laufen noch relativ schnell aus, denn es ist hier so, dass jeder Stack den Schaden von dem Strahl erhöht. Wenn ihr mal 10, 20 Stacks habt, dann kriegt ihr richtig, richtig Damage. Wenn die Leute sterben, ist tatsächlich ist auch nicht ganz so schlimm. Ihr müsst bloß zu irgendeinem Punkt in dem Kampf insgesamt mal 30 von diesen Stacks abbekommen haben. Hier sind ein paar Leute, die haben beim ersten Mal 20 gefressen und dann waren sie nochmal drin gestanden und haben nochmal 10, 15 gefressen, sind dann gestorben. Passt tatsächlich auch. Optimal ist es nicht. Ich würde euch empfehlen, das Add kommt ja ein paar Mal während des Kampfes, immer so, ja, um die 10 vielleicht mitzunehmen, vielleicht nur 5, wenn eure Gruppe jetzt nicht so stark aufgestellt ist. Dann den wieder rauszudrehen und beim nächsten Add wieder ein paar zu holen. Wir haben uns halt dafür entschieden, hier am Anfang gleich volle Kanne reinzulasern, einmal mit 20 und dann haben wir nochmal 10 reingelasert und ja, dann einfach ganz normal den Boss runterzuspielen. Jetzt sind halt ein paar Leute gestorben, was ein bisschen suboptimal ist. Ihr könnt die Leute dann auch retzen, wenn ihnen noch ein paar Stacks fehlen und die danach nochmal reinstellen. Was ihr beachten solltet, der zweite Tank sollte es natürlich auch abkriegen. Der dreht normalerweise ja den Boss raus und kriegt diese Stacks nicht ab. Der muss dann halt im Laufe von dem Kampf das holen. Ihr seht gerade, der Monk-Tank hat jetzt den Boss hier genommen, holt sich quasi jetzt seine Stacks und wir haben dann so nach und nach die Leute noch geretzt, die dementsprechend noch zu wenig Stacks haben. Hier gibt es dann auch ein Add-on. Ihr seht ja dieses was da gerade aufploppt. Ich habe es leider selber nicht. Das hatte hier einer aus dem Raid. Und das hat es mal ganz schön angezeigt, wer das Addon, wenn wer das Addon hat, postet das, oder da postet das Addon quasi das hier mal in den Raid rein. Und dann sieht man ganz schön, okay, haben es jetzt alle diese 30 Stacks. Hier seht ihr, jetzt haben 18 von 19 das Ganze. Einer war tot, den haben wir dann noch retzen müssen. Da musste man noch einen Ticken warten tatsächlich mit dem Boss, bis wir den geretzt haben. Und dann konnten wir am Ende den umboxen. Und ja, es gab für alles Achievement. Schwer ist es ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ich empfehle euch, macht es nicht so wie wir und lasert gleich komplett das durch, sondern macht es schrittweise. Das Add kommt ja x-mal in dem Fight und dementsprechend könnt ihr auch immer nur ein paar Stacks nehmen und müsst nicht auf so risky Tour euch da komplett weglasern tatsächlich. Genau, das war's mit dem Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.